Vor einer jeden neuen Freizeitparksaison fragt man sich als Freizeitparkfan, wie oft man seinen Lieblingspark in diesem Jahr wohl besuchen wird, welche anderen Freizeitparks auf dem Programm stehen, wie einem die neu angekündigten Neuheiten gefallen werden und was es sonst noch so zu entdecken gibt. 2019 hat uns vor allem eine Frage besonders beschäftigt. Ich nehme euch mit auf eine Reise durch mein Freizeitparkjahr und meine Highlights 2019. Viel Spaß! Beim Saisonstart 2019 war es an der Zeit, die bisherigen Neuheiten zu entdecken. Skandinavien befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Bau. Wir haben mit dem Hilderbrötchen ein absolutes neues kulinarisches Highlight entdeckt. Und ja, auch zu diesem Zeitpunkt befand sich Skandinavien noch im Bau. 2019 war auch das Jahr, in dem wir die Eurosat stehend und natürlich fahrend im Hellen erleben durften. Wir haben 2019 einen der vollsten Tage gemeinsam erlebt und uns zusammen in die Menschenmassen gestürzt. Und auch in diesem Jahr wurden wieder einige Themenbereiche näher und genauer unter die Lupe genommen. Mit der Eröffnung des Hotel Kronastars wurde seit über einem Jahrzehnt mein Lieblingshotel Colosseo abgelöst und seither habe ich einen neuen Hotelfavoriten. Wir haben die verfrühte Öffnung von Rolandica gemeinsam erlebt und ja, irgendwann war auch dann mal Skandinavien fertig. Wir haben über dynamische Eintrittspreise diskutiert und gemeinsam mit dem Europapark Insider nach Happy Birthday gesucht. Nach über 8 Jahren ging es für mich wieder ins Gardaland und ich habe mir im September den Traum einer eigenen Achterbahn erfüllt. Der Herbst stand an dem Zeichen von Traumatica und ein erneutes Clubkarten-Gutscheine-Video durfte auch nicht fehlen. Wir sind 900 Kilometer an einem Tag für das Phantasialand gefahren und durften früher als erwartet die Neuheit Snorri-Touren testen. Wenn ich ein Highlight 2019 auf jeden Fall ganz weit oben sehe, dann ist es die Eröffnung von dem neuen Wasserpark Rolandica. Wir haben im Winter das Kontrastprogramm zum Brückentag erlebt und einen leeren Europapark vorgefunden. Und wir genießen gemeinsam die letzten Stunden der Saison 2019-2020. Leidenschaft heißt, etwas immer wieder zu tun, ohne dass es einem dabei langweilig wird. Leidenschaft heißt, seine Erlebnisse gemeinsam mit den Leuten zu verbringen, die einem wichtig sind. Und Leidenschaft heißt vor allem eines, für das einstehen, was man gerne macht und gerne tut. In diesem Sinne, danke für ein großartiges Jahr 2019. Happy birthday!